Okay, dann wollen wir mal was probieren. Wie ging das? LB und dann... Oh ja. Oh ja. Das war spannend. Surrender your weapon and I'll show you mercy. Ich glaube, das war gerade ganz gut, oder? Ja, ja, ja. Friss das, Bastard. Bow down to me. It's Satan who commands you. Durch welche Macht füllt sich unsere Leiste jetzt eigentlich automatisch auf? Das habe ich noch nicht ganz begriffen. Impossible. Is that the power of God? Oh shit. Okay. Surely you can do better than that, Gabriel. Hätte ich jetzt irgendwas tun sollen, irgendwas Bestimmtes? Ich weiß es nicht so richtig. Na komm schon. Wir scheinen diesen Kampf nicht verlieren zu können. Gott will es. Also dann, auf zur nächsten Runde. Komm her, Lucifer. Stell dich deinem Schicksal. Okay, die Frage ist, was müssen wir tun, wenn wir diese Barrieren haben? Müssen wir einfach nur die Licht- und Schattenmagie entsprechend aktivieren? Könnte es das vielleicht sein? Wir schauen mal. Müsste ja gleich wieder soweit sein, oder? You have been fooled, Gabriel. She is gone forever. Komm schon. Ich ignoriere die Sensenmänner einfach mal. Surrender your weapon and I'll show you mercy. Okay, wir müssen einfach bloß die jeweilige Magie anwenden, wenn die kommen. Das ist okay. So, komm schon, Satan. Oh, ist das nervig. Bow down to me. It's Satan who commands you. So. Na, was meinst du? Impossible. The power of God. Probieren wir es mal. Erst rot. Dann blau. Ah, shit. Blau. Oh, Mann, 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 Mann. Ja. Nimmst du mich jetzt ernst? Gabriel. Ich glaube, er ist etwas ungehalten.
Aber das ist mir sowas von egal. Und ich muss sagen, ich beglückwünsche mich gerade dazu, diesen Skill erworben zu haben. In Verbindung mit dieser Regeneration der Energie ist das natürlich unglaublich geil hier. Tja, hast du mal auf dein Leben geguckt, was das Defeaten angeht? Nicht heute. Nicht hier. Gabriel! Spür das Licht! Die, Belmont! Oh, verdammt! Regeneriert das sich eigentlich, wenn ich in die Blauen komme? Nein, okay. So. Nun, wie soll ich sagen? Es geht zu Ende mit dir. Stay back from me. Ah, Mist. Okay, hier drüben lang. Shit, shit, shit. Ah, verdammt. Ich bin gefangen. Jetzt. Nein, verdammt. Ah, das gibt's nicht. Genau in dem Moment, in dem ich durch bin. Ihr kleinen Bastarde. Na gut, dann auf zur neuen Runde. Ja. Beschleunigen wir die ganze Sache doch mal ein bisschen hier, hä? Damn you, Gabriel! So. Siehst du, wie deine Sensenmesser mich interessieren? Kein Stück. Die, Belmont! So. I will wipe the name of Belmont from this world forever. Okay. Das ist echt nicht ganz einfach hier, muss ich sagen. Ach, wir können immer durch diejenigen durch, die unsere Farbe tragen. Siehst du mal. Das habe ich jetzt erst begriffen. Das macht die Sache natürlich noch ein bedeutendes Stück einfacher hier. Mit diesen Kreisen. You think you can defeat me? Wow! No! Stay back from me. Das war sauber. Jetzt bist du dran. If I could. He isn't listening, Gabriel.
Your fate is fixed. Every man has the power to repent. I have faith in that. Forgive me. Forgive me. My God. I will have such fun with your Marie. I will introduce her to such pleasures. Her soul will go only to him. Once I have finished with you, Angel. My love. I am alive. No. I do not want this. Why has my life been given back to me? It is your fate. You have been given back what was wrongfully taken from you. To repent your sins. To make amends. But without you. You freed them all. You saved us all, my Gabriel. I couldn't save you. I knew I could not tell you, or despair would have eroded your resolve and everything would have been lost. I had faith in you, hoped that you would be strong enough to free the world, and you did not let me down. I am not worthy of your faith, your love. I am nothing. You are a good man, Gabriel. You are as God intended. Fallible, yet capable of great things. I loved you then, as I love you now. I see before me a man who has regained God's favor, and who has my forgiveness, and the forgiveness of all the lost souls of this world. You have saved us all, and you have saved yourself. The mask is a powerful device. It allows us to see through God's eyes. Can it really bring the dead back? Yes. Look. Too late for me, my love. I cannot come back. No. No, don't go. It is my time. The light is calling. I'm not afraid. Please, stay. Stay with me. It's beautiful, Gabriel. So beautiful. It's calling to me. Calling. I love you, Marie. I love you.
Das, meine Freunde, ist das Ende von Castlevania Lords of Shadow. Und ich muss sagen, auch wenn es ein sehr lineares Spiel ist, an dem ich an einigen Stellen wirklich hätte verzweifeln können, hat es doch verdammt viel Spaß gemacht. Und wenn man mal so richtig metzeln möchte, ist dieses Spiel wirklich cool. Ich muss sagen, die Story war gar nicht mal so übel. Also dafür, dass es eigentlich wirklich nur ums Monsterklatschen geht am Ende, war das doch schon ganz gut und es war verdammt gut inszeniert, muss man schon sagen. Also das Spiel hat ja jetzt auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ich glaube, der zweite Teil ist auch schon lange draußen, ne? Ich glaube, einen dritten Teil wird es auch nicht geben, weil Kojima Productions ja nicht mehr existiert. Aber ja, also trotz seines Alters, also so viele Jahre sind es glaube ich auch nicht, aber schon ein paar, hat es doch eine ziemlich gute Inszenierung erfahren. Ich meine, wenn Hideo Kojima dran sitzt, dann steckt da auch was dahinter, ne? Auch wenn es, muss ich zugeben, eigentlich diese ja, Mythologie will ich es nicht nennen, aber diese ganze Geschichte mit Vampiren und Werwölfen und so jetzt nicht zwangsweise meinen Geschmack trifft, so voll und ganz, hat es doch Spaß gemacht, muss ich schon sagen. Und da kann ich dann auch drüber hinwegsehen, dass an einigen Stellen sehr, sehr deutlich irgendwelche Anleihen von anderen Spielen da gemacht wurden. Also zwei ganz offensichtliche Sachen, die ich jetzt nennen könnte, wären Shadow of the Colossus, die Kämpfe gegen die Titanen und Van Helsing auf jeden Fall. Also die Burg der Vampire, sogar noch mit Frankenstein in seinem Elektrolabor, auf jeden Fall Van Helsing. Gabriel ist ja auch so ein bisschen wie so ein kleiner Van Helsing. Und ja, am Ende war er im Prinzip auch so ein, wie ein Engel, ne, so ein bisschen. War ja schon so ein bisschen Kampf Licht gegen Dunkelheit. Und ich weiß nicht, haben wir jetzt Satan vernichtet? Ich glaube nicht, ne, er ist einfach in die Hölle zurückgekehrt. Auf jeden Fall haben wir seinen Plan durchkreuzt. Und schon allein, wenn ich mir die Maske hier anschaue, dann weiß ich doch alles. Also im Vergleich zu der anderen Maske. Die ist so verkommen und verdorben, das konnte ja nichts werden, sag ich mal. Also am Ende eine interessante Geschichte, ein gutes Gemetzel. Klar, ein paar Sachen hätte man verbessern können, gerade steuerungstechnisch vor allem. Oder manchmal hätte auch einfach ein dezenter Hinweis gereicht, wie man irgendwas steuerungstechnisch machen kann. Oftmals war es ja wirklich bloß, dass man wissen muss, wie es funktioniert. Das war ja eigentlich schon alles. Ich weiß nicht, wie der zweite Teil ist, worum es darin geht. Also ich bin diesbezüglich ziemlich unbefangen, keine Ahnung. Aber ich weiß auch noch nicht, ob ich den überhaupt spielen werde. Also ich besitze ihn momentan noch nicht und wenn ich ihn spielen sollte, dann würde das wahrscheinlicherweise noch eine Weile dauern. Was wir auf jeden Fall noch tun werden, ist die DLCs zu spielen von Castlevania. Denn das ist ja die Ultimate Edition, da sind die beiden DLCs, oh lass mich lügen, Reverie und Resurrection, glaube ich, heißen die, schon mit drin. Sind dann quasi Kapitel 13 und 14, die werden wir noch spielen. Werde ich dann aber in einer extra Session machen, das werde ich jetzt nicht machen. Ich verabschiede mich jetzt trotzdem schon mal, weil das Spiel ja im Prinzip an der Stelle schon vorbei ist, das Hauptspiel. Ja, und damit würde ich sagen, wir sehen uns in einem anderen Projekt wieder, beziehungsweise natürlich noch, wenn ihr Bock drauf habt, in den DLC-Kapiteln. Und ja, ansonsten viel Spaß und bis die Tage, haut rein! Und ich sag's schon mal vorher, es gibt einen Epilog. Also ans Ende spulen oder warten, bis der Abspann durch ist.
An unusual hiding place for the Prince of Darkness. Don't you think? Zobek. Yes, old friend. It is I. Where have you been all this time? Out there, amongst the living. And what of you? Why have you been hiding all this time? Gabriel. Don't you dare call me that. Isint Drakul. No doubt you once were. But alas, look at you now. A mere shadow of your former self. Shadow, am I? What do you want, old friend? Satan's acolytes are readying for his imminent return. He is unlikely to welcome both of us with open arms. Don't you think? Help me stop him, or you and I will become his favorite pets. For all eternity. It is time to get out of this wretched tomb you have made for yourself. Stop skulking in the shadows. Don't you care that he will enslave you? I know what it is you yearn for. I cannot die. Yet. I cannot live. Help me, and I can free you of your immortality. Soon, it will be over.